Gell, Eva? Das Leben schreibt Geschichten, die kommen über dann daher, wenn man es braucht und wann die Zeit reif ist dafür. Komm, erzähl mal. Ja, weißt du, wir sind da vor 20 Jahren mal beim Märchen eingefallen. Ich hab die dann zuerst mit der Hand einmal aufgeschrieben, nachher mit der Schreibmaschine und hab's aber dann eigentlich im Schublau fast vergessen. Aber vergangenes Jahr hab ich's wieder mal rausgeholt und statt ihn wegschmeißen, hab ich's auch so einen Verlag geschickt. Der nimmt's auch, aber ich brauch halt jetzt Bilder dazu. Aber ich hab mir gedacht, du kannst so schön malen. Geht das nicht, dass du mir ein paar zeichnest? Meinst du, ich kann mich da drüber drauf? Ja, ich glaub schon. Ja, dann machen wir uns an die Arbeit. Ja, probieren wir's. Gehen wir's an. Du wirst dich verkleinern und vergrößern können und du kannst dich unsichtbar machen. Du kannst dich von nun an in jedes Lebewesen verwandeln und du wirst Wünsche erfüllen, wenn du willst. Gilbert war ganz ergriffen. Er schwebte zu ihr hin und fragte: Wer bist du? Ich bin Cora, sagte dieses fremde Wesen. Gilbert fragte weiter: Und was bist du? Ich bin eine Meeresschildkröte, antwortete ihm Cora. Aber du siehst so traurig aus, bemerkte Gilbert. Es ist doch nicht schlimm, dass du eine Meeresschildkröte bist. Cora sprach: Es ist ja auch nicht, weil ich eine Schildkröte bin. Nein, es ist wegen Chiara, eines meiner jüngsten Kinder.